fragen Sie mich? Ja. Also ich bin ja nicht Emotion, ich bin Turnierdirektorin, aber egal wie die Konstellation ist, also ich würde mir wünschen, aufgrund der Entwicklung des gesamten Turniers, der Zuschauer, dass das Turnier nicht weggeht. Aber wenn es weggeht, dann wäre es sicherlich schade, dass die Stadt Berlin jetzt am Ende in diesem Jahr nicht mehr geholfen wird oder auch in den vergangenen Jahren wenig geholfen hat. Aus welchen Gründen auch immer. Okay, aber Sie sehen das, glaube ich, ehrlich, oder? Sie wollen nächstes Jahr wiederkommen. Auf jeden Fall, also natürlich wäre es schade und ich hoffe auch, dass das natürlich bei Berlin erhalten bleibt. Ich meine, es ist schon ein sehr besonderes Turnier, man sieht es am Spielerfeld und da hoffe ich natürlich, dass, ja, dass alle was dafür tun, dass Berlin erhalten bleibt. Weil Tennis ist für mich schon mein Leben, beziehungsweise deshalb bin ich auch zurückgekommen, weil ich es liebe, Tennis zu spielen und diese Leidenschaft für den Sport einfach so groß ist. Und das war für mich eigentlich von Anfang an keine Frage. Ich wollte alles geben, um nochmal zurückzukommen, um das zu leben, was ich einfach liebe. Und da ist wirklich, ich kann nur von Glück und von Dankbarkeit reden, dass das alles jetzt drumherum so zu organisieren ist, dass ich alles unter einen Hut bringe. Natürlich ist es viel stressiger, man muss spontaner sein, flexibler, nicht zu weit nach vorne planen, sondern tatsächlich von Tag zu Tag. Aber ja, es geht alles. Ich glaube, da habe ich auch den Mut gezeigt, das einfach nochmal zu versuchen. Und Tennis ist für mich weiterhin, also es hat eine große Bedeutung, es ist meine Leidenschaft und ich liebe es, auf dem Platz zu spielen und zu gehen. Und diese Emotion, die man auf dem Platz hat, die bekommt man ja, nicht so schnell neben dem Platz wieder.